Dann jetzt an der Stelle mal zu etwas niveauvollerem, meine Freunde. Hier haben wir die Montana Black Fart Compilation. Let's go. Alle wichtigen Infos findet ihr in meiner Bio. Was sagt mal Kylo? Glaub nicht, dass das Kylo war, lieber Monte. Ich glaube, das kam aus deinem Arsch. So ein frecher Hund. Ja, ja, der Hund. Rüber ins Körbchen. Mhm. Dafür habe ich Monte wirklich, nach diesem Soundeffekt habe ich ihn gefragt. Ich habe gesagt, Marcel, schick mir mal dein hässliches Lachen. Da hat er mir das geschickt. Oh, Digga, was ist denn heute los? Absolut. Absolut ekelhafte Fürze. Einfach Montes Streams in einem Video zusammengefasst. Nur rumgescheiße. Das ist aber wichtig. Danach immer noch richtig stolz noch darüber lachen. Bruder. Dieser andere Knattermax, Bruder. Der Knattermax. Sag mal, Kylo. Monte, ich glaube, Kylo war in dem Moment gar nicht bei dir zu Hause. Ich glaube, der war bei deinen Großeltern. Bin mir ziemlich sicher, dass du da dich einfach eingeschissen hast. Die Frage ist ja, Leute, in solchen Momenten, wie oft hat Monte sich schon eingeschissen und wir haben es nicht mitbekommen? Sag mal, Kylo! Kylo, hör auf jetzt. Was damit, du hast schon wieder gefurzt. Komm mal hierher, so ist ein Feiner. Gib mal Pfötchen. So ist gefurzt, und jetzt gut auf gemacht. Die Decke. Kurz eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass Monte sich schon mal vollgeschissen hat on-stream und es nicht zugibt. Monte, kannst du dir gerne ein Statement geben? Das sind eine Menge Einsen. Ich kenne halt... Da hat die Tür kurz gequietscht. Kein Grund zur Sorge. Alles in Ordnung. Kylo! Alter, Kylo! Rüber auf die Decke, Digga. Besser ja, ist das. Besser ist das, genau. Ja. Kylo? Mama? Kylo. Es wäre so geil. Es wäre noch geiler, wenn er einfach keinen Hund hätte und die ganze Zeit sagen würde, Kylo. Und jeder fragt sich, wer ist Kylo? Ist es sein Sohn? Ist es sein Hund? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch der Hausmeister, den er da beschuldigt. Hallo? Sitz. Und Platz. Papa ist hier am Arbeiten. Nicht immer im Stream vorziehen, Bruder. So ist ein Feiner. Mann, Bruder. Was fucking los? Mann, Kylo, der stinkt aber auch noch. Den wollen wir uns aber nochmal in Slow-Mo anhören. Der war nämlich gar nicht, Bruder, was hier eben machen wir. Jetzt hat er hier einen Furz von sich in Slow-Mo. Oh nein, Alter. Sag mal, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert, Alter? Was ist denn jetzt passiert? Sag mal, Alter, belastend. Belastend. Oh, Bruder, das tut mir belastend. Jetzt echt leid, Alter. Ja. Das Dinkelbrot haut mir ganz schön auf den Magen, Alter. Das Dinkelbrot ist es. Holy shit, Bruder, da muss ich aber los, ey. Beim Lachen, ja. Ich mach mal das Bein lieber wieder runter, Digga. Der angewinkelte Anus kommt nicht so gut. Da wird das ein oder andere Privatkonzert heute noch im Bettchen stattfinden. Der angewinkelte Anus. Wollen wir wissen, was dahinter steckt? Ich glaube nicht. Alter Junge. Das ist das Perfide an Monte. Ich schwöre, ich kann gerade seine Fürze einfach hier riechen, Mann. Ich kann mir vorstellen, wie so ein ekelhafter Montefurz riechen muss, Mann, Digga. Der kann nur ekelhaft, der kann nur absolut widerlich riechen, Alter. Bei dem Shit, den er sich die ganze Zeit reinpfeffert, Alter. Dieser Furz kann nur maximal widerlich sein, Alter. Der kann nur maximal widerlich sein, dieser Furz. Der kann nicht geil riechen, Mann. Der muss stinken wie Scheiße. Dieser Furz muss riechen wie Müll. Oh Mann, du beim Lachen, Digga. Wie er sich das auch selber nochmal anschaut, Alter, und richtig, richtig stolz darauf ist, feier ich, Mann.
Oh Mann, oh Digga. Oh, ist das nicht herrlich, wenn man als 23-Jähriger sich immer noch über seinen eigenen Furz amüsieren kann? Es gibt nichts Besseres, Digga. 43 meine ich an der Stelle. Ja, ich musste eigentlich, also der Furz an für sich, der hat zwar schon einen guten Sound, Digga, aber ich musste einfach die ganze Zeit so lachen, Digga, weil beim Lachen noch einer so rausgerutscht ist. 15 Stunden kein Bock mehr habe und müde bin. Und ich mich dann noch... Ja. Kylo, noch so einer und dann ruf ich Mama an, dann holst du dich ab. Das Ding ist halt, Bro, so viel wie du furzt, Alter, ich schwöre, es gibt folgendes Problem. Es gibt ein Problem, das heißt Taschendarm. Da bildet der Darm, bisschen eklig jetzt, der Darm bildet also, Bruder. Taschen, in dem Kot, alter Kot sich sammelt und dann furzt man viel, ja? Weil der Körper versucht, diesen Kot rauszupressen. Ich glaube, Monte, an der Stelle muss der Taschendarm doppelt und dreifach los. Vielleicht hast du ja diese Krankheit. Keino. Hermann ist auch mal Schluss. Und nee, da brauchst du auch nicht den süßen Blick machen. Ja, recht hat er. Eduard. Naja, moin, Monitor kaputt, Digga. Blackscreen. Hallo. Digga, ich habe jetzt schon vom Grillkäse Blähung. Also das war jetzt die Jogginghose, die gerissen ist. Genau. Huch. Oh, Bruder. Der scheiß Grillkäse. Digga, der drückt da jetzt schon direkt auf den Arno. Muss ich mit Deckung machen, geht nicht anders. Babina, danke schön, wir geben das ab. Oh, oder? Was macht er jetzt? Nein, nicht mit Echo. Digga! Das ist so zurückgeblieben. Größter Streamer Deutschlands, das ist... Holy Digga. Shit! Digga, aber der kommt jetzt, vertrau mir, Stili. Okay. Achtung! Ich hör's schon jetzt. Der kommt ganz saftig. Ja, das ist schon mit Kylo gemixt. Das ist schon mit Kylo gemixt. Junge. Das ist 2 Millionen Follower. Der war Ehre, Digga. Bruder muss Ohren. Huch. Ho. Perfekt, Leute. Perfekt. Ich würde sagen, wir belassen es dabei.